Zentimeter. Mama heißt Sabine und der Papa heißt Peter. Schwesterchen heißt Bialotta, Cindy, Jasmin, Henriette, Schulschiff Deutschland, Alida, Nadine. Das reicht nicht ganz, der Junior muss es toppen. Da gehen wir ganz hoch ran, keine Angst vorm Floppen. Wenn er richtig gut heißt, wird ihn später keiner foppen. Wie er brüllt und scheißt, der kleine Wonneproppen. Postnatale Depression, das Schwesterchen schreit. Mama ist fertig, aber Papa ist bereit. Ole, Kim, Johannes, Patrick, Kevin, Sansibar. Ach nein, Waldemar, na soweit alles klar. Denn hier in der Siedlung sind wir individuell. Mein Geschmack ist besonders, das geht doch nicht so schnell. Wie bei all den Käufern und anderen Asozialen. Wenn ich mich mal entscheiden muss, dann sind das Höllenqualen. Obwohl, bei Ikea finde ich meistens immer was. Ja, an Kleinigkeiten, da hat sie immer so einen Spaß. Für mich ist das nix, dafür hab ich keinen Sinn. Aber sie macht das ganz schön, sie kriegt das ganz gut hin. Ich bin ein Wortersprecher neben der Spur. Ihr rackert euch ab und ich beobachte nur. Ihr seid dabei, ich bin außer der Reihe. Und was ihr hört, sind gereimte Schmerzensschreie. Wer hat denn noch gesagt, Ornament sei Verbrechen? Hat der auch was gesagt über weiße Bodenfliesen, über Fensterbildchen, die die Aussicht vermiesen, über Duftpotpourris auf dem Gästeklo? Vanille gegen Scheiße macht uns alle so froh. Was sagte dieser Weise zu Dunstabzugshauben, deren stetige Geräusche dir die letzten Nerven rauben? Die Terrasse und die Hirne mit Brettern verbaut, Lebensäußerungen werden geklaut. Die Fliesen werden jede Woche desinfiziert. Erst wenn das Schlechte bekämpft ist, ist das Gute definiert. What is it? That is exactly wrong? Fragte Robert Zimmermann in einem Song. Ich lass mich nicht mehr täuschen durch den schönen Schein. Eine mögliche Antwort könnte diese sein. Blauglasierte Schnecken auf hellem Granit sind pure Gewalt und sie sind der Hit. In den Sonderpostenhallen vor den Toren der Stadt. Ein gelobtes Land, das blaue Schnecken hat. In dein Wortesprecher neben der Spur. Ihr rackert euch ab, ich beobachte nur. Ihr seid dabei, ich bin außer der Reihe. Was ihr hört, sind gereimte Schmerzensschreie.